So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Wir sind natürlich unterwegs mit unserem Königreich Preußen, ist ja gar keine Frage. Und wir werden heute unser Reich hoffentlich wieder ein bisschen erweitern können. Wir müssen dann mal gucken, wie genau wir das angehen. Bevor es soweit ist, wollte ich nochmal kurz gucken, wie es jetzt hier mit den De Jure-Klamotten aussieht. Er ist ja hier beschäftigt. Okay, mit komplett Polonia. 83 Jahre braucht er. Hier oben haben wir 27 Jahre. Quatsch, hier haben wir 27 und er braucht natürlich nicht 83, er braucht 42 Jahre. Hier oben geht es um Pommern, 27. Und um das Wilzenland, aber das dauert sehr lange, das werden wir wahrscheinlich nicht mitmachen. Und in Litauen, da fällt uns ebenfalls Land zu. 46 Jahre hierfür, 74 Jahre für den Kram hier unten. Aber das ist, denke ich, weniger spannend. Die beiden interessieren mich tatsächlich am meisten. Aber warten wir es mal ab. Unsere Herrscherin ist aktuell 54 Jahre alt. Unser Erbe ist ja auch schon ein paar Tage älter, hat allerdings noch keinen Ehepartner, keine Enkel. Hat auch nicht die besten Stats, ehrlicherweise. Wir können mal gucken, ob wir für ihn schon was finden. Oder was heißt schon was finden, ob wir für ihn was finden in seiner Alterskategorie mit vielleicht ganz guten Werten. Sie ist immerhin robust. Die könnten wir nehmen. Wobei ich ohnehin plane, ihn hier zu enterben. Ich möchte eigentlich mit ihm hier weiterspielen und da würde mich noch viel mehr interessieren, ob wir für ihn eine geeignete Partnerin finden. Er ist immerhin Herkules und intelligent. So, sie wäre auch schon mal intelligent, das wäre schon mal ganz cool, ist auch intelligent, robust. Ja, jemand zu finden, der beides hat, wird natürlich schwierig. Aber ich würde mir dann da einfach noch ein bisschen Zeit lassen, wir müssen ja nicht sofort verheiraten. Aber jemand, der intelligent ist, sollte es schon sein. Also heiratet, das ist super. Deutschland ist uns nach wie vor ebenbürtig, aber ich habe mir überlegt, dieses kleine Fleckchen Land hier, das könnten wir uns eigentlich einverleiben. Ich weiß gar nicht, wie viel. Okay, das ist nicht mal ein Herzogtum, das ist nur eine Grafschaft, das passt mir natürlich sehr gut. Na, okay, es sind doch zwei Grafschaften. Aber die hier oben, die wird mir schon mal fürs Erste sehr gut passen. Und deswegen werden wir uns die jetzt auch direkt mal nehmen. Ziehen den Sammelpunkt hier runter und werden einfach unser Kriegsvolk ausheben. Das sollte, denke ich, dicke reichen. Wobei, er hat sich... Na, er hat sich sogar noch Verstärkung geholt. In Form von Söldnern und davon gleich einen ganzen Haufen. Aber gut, macht nichts, denn wir haben Truppen ohne Ende. So, damit stellen wir jetzt auch. Er hat 6000 Mann, aber das ist für uns ein leichtes. Wenn unsere Verstärkung hier alle eintreffen, dann hauen wir den gerade weg. Zack. Schlacht ist gewonnen. Wir werden jetzt einen Großteil unserer Truppen natürlich wieder einstampfen, das ist ja ganz klar. Wir werden hier erstmal die Belagerungswaffen wegziehen. Und da oben so eine größere Festungsstufe als da unten. So, ziehen die Belagerungswaffen schon mal dahin. Haben wir einen Belagerer in unseren Reihen? Ja, aber der befehligt schon eine Armee. Wir haben hier noch einen. Okay. Dann haben wir unser Kriegsvolk. Das behalten wir natürlich ausgehoben. Ziehen das auch schon mal hier rüber.
Dann haben wir hier 2800 Mann, die packen wir mit zum Kriegsvolk, zum Kämpfen. Die beiden stellen wir weg. Und die anderen packen wir gleich mit an die Belagerung dran. Sobald wir hier eine Auflösung haben. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für den Lärm hier teilweise. Das ist natürlich wieder Idioten, die hier schon Tage vorher mit Böllerwerfen beschäftigt sind. Ist sehr lästig, aber mehr als die Fenster schließen kann ich dann tatsächlich leider auch nicht. Von daher müssen wir hier mit dem Lärm durch die blöden Böller leider leben. So, die Truppen können wir nicht auflösen, weil zu nah am Feind. Dann schicken wir sie noch weiter weg. So, unser Kriegsvolk hat einen Teil der Truppen gepackt. Das ist sehr schön. Unsere Belagerungseinheiten kommen jetzt gleich auch an. Die hier brauchen wir eigentlich nicht. Und die hier können wir alle auflösen. Dann sparen wir schon mal wieder eine ganze Menge Geld. So, die Schlacht hier geht auf jeden Fall zu unseren Gunsten aus. Die hier fassen wir gleich zusammen. Und dann sollte die Belagerung eigentlich auch laufen. Wir stehen hier immer noch 3000, hätten wir doch gerade aufgelöst. Was soll denn das? So, unser Kriegsvolk ziehen wir nach da vorne. Da können wir im Notfall schnell eingreifen. Sind bankrott. Weil wir hier. Nee, okay, wir hatten eine hohe Chance, da Geld zu kriegen. Hat nicht funktioniert. Das ist sehr schade. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Denn wir haben auch noch ein paar Leute im Kerker sitzen. Da können wir zumindest schon mal 100 Gold wieder einnehmen. Die hier befehligen wir weg. Oh, jetzt kommt er hier an. Das ist jetzt nicht so doll. Können wir nicht auch. Ich meine, der Kriegerorden kostet uns ja nichts, ne? Dann nehmen wir einfach den mit dazu. Und lösen den ganzen anderen Krempel einfach auf. Das ist jetzt schade, dass er hier direkt schon wiederkommt. Da müssen jetzt unsere Belagerungswaffen nämlich Geschichte, weil so schnell kamen wir da jetzt nicht mehr hin. Alles in allem lief das doch sehr suboptimal und ich kann die immer noch nicht auflösen. Ist das ätzend. So, wir gewinnen jetzt hier die Schlacht wieder. Aber unsere Belagerungswaffen, die sind so gut wie vernichtet. Könnten die. Ne, können wir nicht, weil wir haben kein Geld. Ja. Und zwar die 50%, aber wir müssen jetzt hier mit dem Kriegsvolk belagern. Das dauert 3 Jahre. Das bringt natürlich nichts. Okay, für den Weißen Frieden fehlen noch minus 5. Und er kann uns jetzt hier angreifen, so oft er will. Wobei wir haben gleich wieder Belagerungswaffen. Das sollte dann klappen damit. Noch Leute gefangen genommen. Ja, vielleicht nehmen wir mal einen Anführer gefangen oder so. Schauen wir mal. Wir werden hier mal das Kriegsvolk ausheben. So, 12 Katapulte haben wir damit dabei. Die stellen wir direkt mit zur Belagerung. Wir hoffen natürlich, dass das dann das Ganze ein bisschen vorantreibt. Weil die 5 Jahre hier, die will ich mir tatsächlich nicht geben. Wobei erst nur noch 2 sind, das ist schon mal gut. So, worauf kommen wir jetzt? 15 Monate, naja, hat nicht ganz so viel gebracht. Könnten aber mal ein neues Beeinflussungskomplott starten. Und zwar gegen sie hier.
Unterdessen warten wir drauf, dass wir vielleicht gleich noch ein paar weitere Katapulte dazu ziehen können. Ja, stopp, 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 stopp. Jetzt müssen wir hier gerade die Dialoge erst wegmachen. Wir bekommen hier was für die Kriegskasse, das ist super, aber das hier wollte ich natürlich nicht. Alle auflesen, sofort hier stoppen. Jawohl, das war nicht meine Intention, die alle auszurufen, wollte nur das Kriegsvolk. Kann ich aber gar nicht. Okay, dann habe ich mich deswegen verdrückt, aber eigentlich hätte ich doch noch ein paar Unlager über. Naja. Könnten die erstürmen, aber das würde ziemliche Verluste verursachen, vor allem weil hier viel Kriegsvolk mit dabei ist auch. Das heißt, wir müssen das jetzt tatsächlich einfach aussitzen und bei Gelegenheit noch weitere Katapulte mit dazu ziehen. Aber das kriegen wir schon hin. Momentan geht es ein bisschen runter, aber natürlich das Kriegsziel nicht halten, das ist klar. Aber das haben wir ja bald, wenn wir irgendwann die Belagerung hier fertig haben in einem Jahr. Dann haben wir auch das Kriegsziel. Haben auch noch Gefangene, die wir veräußern können. Dann können wir auch parallel dann noch ein bisschen Geld verdienen. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Auch wenn es nur 10 Goldmünzen sind. Aber es ist ja besser als nichts. So, das Kriegsziel haben wir dann gleich. Die Belagerung hier unten werde ich mir, denke ich, direkt sparen. Aber ich werde auf jeden Fall mal schnell... Haben wir einen Belagerer drin? Natürlich nicht. Das könnte auch ein Problem sein, natürlich. Das machen wir mal kurz. Hier den Belagerer rein. Und auf 7 Monate. Sehr schön. Und hier dann ihn rein. Und dann werden wir damit auch seine Truppen direkt mal abfangen, mit denen er hier uns nochmal entgegentreten möchte. Ja, das sieht erwartungsgemäß schlecht für ihn aus. Allerdings... Oh, unser Sohn ist gerade ausgeflippt uns gegenüber. Okay, was auch immer. Beleidigt, enttäuscht, zufrieden, ach, alles. Unser Sohn ist alles gleich, aber leider haben wir unseren Radspitzel verloren gerade. Ist in der Schlacht hier scheinbar gefallen. Unseren Kriegerorden ziehen wir erstmal wieder raus. Muss ja nicht unnötig da auch noch Verluste erleiden. In Deutschland ist immer noch die gute Dame hier an der Macht. Fünf Monate dauert der Kram hier noch. 38 Verluste am Tag. Ich glaube, da könnten wir zumindest mal ein bisschen was machen. Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Dann kommen wir hier doch wesentlich schneller durch. Auch wenn wir ein paar Leute verlieren. Das haben wir, damit sind wir auch bei 98%, ziehen unsere Truppen auf unser eigenes Land zurück und warten einfach, bis das dann gleich voll ist. Und dann sollte das Ganze schon funktionieren. So, unsere Artefakte halten alle noch ganz gut. Da müssen wir erstmal nicht tätig werden. Hofereignis schauen wir uns jetzt gleich an. Ich will erst einmal den Krieg hier durchhaben. Das ist jetzt der Fall. Wir zwingen unsere Forderungen. Haben hier ein Stück Land dazu gewonnen. Und schon in Krakau einen Herrscher, zwei Herrscher, drei Herrscher. Genau, genau, genau. Aber wer... Was ist er für einer? Er ist schon mal ehrgeizig, der ist raus. Ihm hier könnten wir das geben. Wobei, ja, ich müsste mir das mit dem ganzen Neues vergeben. Also
Vasall. Er ist noch kein Vasall. Bekommt er diesen Titel. Wir haben unsere Ruhe und haben unsere Grenze wieder ein bisschen schöner gemacht da unten. Kriegerorden ist entlassen und jetzt schauen wir, was im Königshof los ist. So, es geht hier um Großzügigkeit. Wir können hier eine Menge Geld verprassen, aber warum sollte ich das tun? Boah, nehmen wir hier die drei Hofpracht mit, würde ich sagen. Und lassen das Spiel dann einfach mal wieder ein bisschen laufen. Lebenswandelvorzug haben wir. Können wir hier schön die Gebäudebauzeit reduzieren. Das ist super. Hier haben wir ja ganz viel Kram gebaut, beziehungsweise bauen wir immer noch. Das wird unsere Bilanz auch nochmal verschönern dann Zeiten. Also sobald unser Kriegsvolk wieder regeneriert ist, wird das hier wieder einen ordentlichen Sprung machen. Forschungstechnisch sind wir gerade den Landvögten dran. Das dauert noch 5 Jahre. Und fürs Frühmittelalter brauchen wir auch nur noch diese eine. Das heißt, sobald wir die durchhaben, können wir die Epoche quasi wechseln. Die Königin von Deutschland ist mittlerweile 68. Ja, vielleicht segnet die dann immer mal das Zeitliche in naher Zukunft, wäre natürlich ganz schön. Mal kurz gucken, wie sieht es bei uns aus mit den Vermächtnissen? Da brauchen wir 2750 fürs nächste Vermächtnis. Okay, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, da würde ich doch dann lieber davon erstmal unsere Kinder enterben. Aber für ihn jetzt jemanden, der geeignet wäre als Partner. Ja, robust wäre schon in Ordnung. Ich glaube, wir nehmen die hier. Die gehört auch unserem Glauben an, tatsächlich. Ist immerhin intelligent. Komm. Oh, sind verwandt. Verdammt. Dann lassen wir das doch lieber. Dass die verwandt sind, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Robust und Wohlgestalt? Da sind die auch verwandt. Die sind tatsächlich nicht verwandt. Das ist doch mal was Schönes. Wir würden sogar noch ein recht gutes Bündnis mitnehmen mit 3000 Mann. Das machen wir doch mal. So, die Hochzeit ist durch, damit ist unser Erbe schon mal verheiratet, auch wenn da ein paar Jahre Altersunterschied zwischenliegen. Aber wir haben natürlich jetzt ein super Bündnis. Aber die wären uns immer noch ebenbürtig. F.000 Mann würden die aufbringen. Wir kämen auf 15.000, weil ihr Verbündete 0. Hier, unsere Verbündeten werden da irgendwie nicht mit eingerechnet. Das ist sehr schade. Aber das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. So, ja, mit der Kontrolle kommen wir irgendwie auch nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Aber gut, wird schon klappen. Wir bauen erstmal weiter unsere Ländereien aus, indem wir hier die Holzfäller verbessern. Das ist schon ausgebaut. Hier könnten wir noch was Neues bauen, aber jetzt haben wir auch schon kein Geld mehr. Also mal für die Holzfällerverbesserung schon unser ganzes Geld hier rausgepustet, aber ist auch in Ordnung. Das passt soweit. Entwicklungstechnisch ja, stehen wir hier im Osten so ein bisschen raus mit unserer Hauptstadt, aber das passt mir ganz gut, muss ich sagen.
Da könnte ich mir tatsächlich Schlimmeres vorstellen. 8.900, ja, die werden auch stärker. Böhmen ist uns unterlegen. Aber man könnte überlegen, ob man sich Böhmen vielleicht vorher noch holt, um da noch ein bisschen mehr Stärke abzusahnen. Aber habe eigentlich viel mehr Interesse hier an Deutschland, zugegebenerweise. So, wir haben einen Enkel. Herkunft ist intelligent, der sieht ganz gut aus tatsächlich. Soll er Dagonis heißen, meinetwegen. Wahrscheinlich wird der Familienzweig sowieso enterbt und dementsprechend wird er wahrscheinlich ohnehin nicht an die Macht kommen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Geld haben wir schon wieder satt und reichlich dazu gewonnen tatsächlich. Damit können wir dann auch weiter Dinge ausbauen. Da würde ich hier mit den Kasernen, glaube ich, als nächstes gehen. Oder wir bewahren das Geld erstmal noch auf und investieren das in weitere Truppen eventuell. Auch die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Gucken, wenn wir gegen Deutschland in die Schlacht ziehen wollen. Genau, die hatten sehr viel auf Pikeniere gesetzt. Hatte ich ja schon vor einigen Folgen mal gesehen. Das heißt, unser Konterpart wäre das gepanzerte Fußvolk. Auch Belagerungswaffen könnten wir uns noch ein paar gönnen. Die müssten wir auch eigentlich upgraden, aber die Mangonellen hat keine Sau erforscht. Ist die Frage, ob wir das dann direkt erforschen können als nächstes, müssen wir mal gucken. Weil meine Hauptstadt das Dungeon gebaut, das ist super. Können aber trotzdem hier noch nicht weiterbauen. Ach so, wenn das Gold fehlt. Ergibt Sinn. So, das Ding. Nee, möchte ich nicht kaufen, was immer die mir hier wieder andrehen wollten. Da bin ich nicht dran interessiert. Wir haben hier in den Orden, wobei hier wird es noch gebaut. Hier ist er schon fertig. Okay, interessant, dass die Bauzeit da ein bisschen länger ist. Aber wir können unsere Hauptstadt jetzt weiter ausbauen. Das ist super. Ist die Frage, was wir hier ausbauen wollen. Vorburgen bräuchten wir dafür. Das ist eh schon auf der höchsten Stufe. Ich glaube, mein Highlight wären die Gehöfte. Fast schon. Wobei die Jagdreviere sehen auch gut aus. Nee, komm, gehen wir erstmal mit den Jagdrevieren. Dann können die gebaut werden. Währenddessen nehmen wir ja auch wieder Geld ein. Können wir direkt weitermachen, wenn das dann gebaut ist. So, die sind uns nach wie vor ebenbürtig. Auch wenn unsere Truppen immer mehr werden. Aber auch bei ihr werden die Truppen immer mehr und sie ist vor allem auch weitaus reicher, als wir das sind. Ist auch nochmal so eine Sache. Krieg kostet natürlich Geld. Und bevor wir uns auf so einen großen Krieg einlassen, sollten unsere Taschen gut gefüllt sein, damit wir da nicht in Probleme laufen. Das wäre sehr ungünstig tatsächlich. So, dann machen wir da oben weiter. Vielleicht haben wir bald mal endlich unser ganzes Königreich hier im Griff. Hier wird aber eine Entwicklung von 20, bald 21. Das ist schon mal sehr schön. Was war hier gerade? Okay, Festungsstufe 7 haben wir. Das ist auch klasse. Schon durchaus auch schwierig, unsere Hauptstadt da einzunehmen. Er kommt mit 22 Bildung und 16 Verwaltung daher. Das ist stark. Gefällt mir richtig gut.
So, ihr Ehepartner ist mittlerweile verstorben. Er möchte ein Bündnis mit uns, aber das ist Käse, das brauchen wir nicht. Ihr Ehemann ist mittlerweile verstorben. Dadurch fällt ja ein Bündnis weg, aber trotzdem kommt sie noch auf 11.300 Truppen. Wären, hätten wahrscheinlich sogar noch mehr, aber once again, sie hat halt die Taschen voll Geld und wir nicht. Dementsprechend müssen wir da noch warten, bis wir da mitmischen können. So, machen wir hierfür. Warum ist das Donjon? Das heißt, wir müssten die Burgen alle, wobei das ist, müssen wir die Burgen alle ausbauen. Das kostet natürlich auch viel Geld. So, wir wollen keine Hexe werden. Die Möglichkeit hatten wir jetzt ja schon ein, zwei Mal in der Vergangenheit. Wir können Vasallenbande ändern, das ist sehr schön. Frage, gehen wir da auf. Wie viel Land hatten wir? Das wäre erstmal die erste Frage, die ich mir stellen sollte. Nordmark hat da oben Land, also müssen wir nicht irgendwie eine Zwangsteilung reindrücken. Die Frage, ob wir die 200 Aufgebote, ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Dann eher mehr Geld. Hoppla, zurückzücken wollte man es nicht. Zack, Vasallenbande ändern. Da haben wir ihn. Er hat nur ganz wenig Land, hat aber sogar niedrige Feudalsteuern. Okay. Setzen wir den direkt mal auf normale Steuern wieder hoch. Und dann haben wir noch ihn hier. Auch den können wir auf normale Steuern hochsetzen. Und dann läuft es doch schon. Noch weitere nützliche Vorschläge seitens des Spiels, Hofarzt, Titel schaffen, Krieg erklären. Vasallen übertragen. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Das machen wir in der nächsten Folge. Bevor das hier zeittechnisch alles eskaliert, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen auf diesem Video da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin euer Palamon vom Team React.